Weidmanns Heil, liebe Leser, es sind zwei Überläuferkeiler gefallen und ich möchte heute zeigen, wie man auch diese verhältnismäßig kleinen Waffen schön herrichten kann. Zunächst habe ich den Ober- und Unterkiefer abgetrennt, wobei man beachten sollte, dass etwa 2/3 der Zähne im Kiefer sitzen. Jetzt kochen wir den Kiefer unter Zugabe von etwas Spülmittel. Nach dem Kochen entfernen wir zuerst die Wildbrettreste, die noch am Knochen anhaften. Die Haderer kann man recht einfach herausbekommen. Dazu kneifen wir einfach in den Kiefer hinein, lockern diese durch Wackeln und ziehen sie heraus. Das Herausnehmen der Waffen ist etwas komplizierter. Hierzu sägen wir zunächst hier oben einen kleinen Schnitt hinein, um die Unterkieferäste zu trennen. Nach dem Sägen brechen wir die Unterkieferäste auseinander und legen die Waffen mit der Kneifzange frei. Alternativ kann der Unterkiefer auch hinter dem P4, das ist der 3. Backenzahn, abgesägt werden und die Keilerwaffen können nach hinten herausgedrückt werden. Das funktioniert jedoch nicht immer einwandfrei. Die Waffen sind jetzt ausgelöst. Wir entfernen mit einer Pinzette hier das Innere des Zahnes. Die Zähne sind hohl und können gefüllt werden. Dafür umwickeln wir die Waffen oben mit Tesafilm und stecken sie in eine Schüssel mit Sand. Jetzt mischen wir die Füllmasse an, alternativ geht auch Epoxidharz oder Holzleim. So erhält man auch von den relativ kleinen Waffen eine schöne Erinnerung.